Vor knapp 10 Jahren gab es noch 2 Ärzte bei uns im Kreis. Was findet ihr 2? Und heute ist Jean-Pierre ganz allein. Und er ist nicht unsterblich. Sie sollen sich doch nicht so viel anziehen, wenn ich komme. Ja, ich weiß, ich bin zu spät. Die Tabletten machen Sie nicht gesund. Ich kenne die Person, die Sie da rausholen wird. Und das sind Sie. Vielen Dank, Herr Doktor. Unten rum auch, Doktor? Nein. Du musst aufhören zu arbeiten, wenn du eine Chance haben willst, gesund zu werden. Du musst Ersatz für dich suchen. Ich bin Nathalie Delezier. Bitte setzen Sie sich. Haben Sie schon auf dem Land praktiziert? Nein, ich komme direkt aus dem praktischen Jahr. Landarzt kann man nicht lernen. Das ist Frau Dr. Delisia, die mit mir arbeitet. Ja. Guten Morgen, Monsieur. Das ist ein Albtraum. Es gibt mindestens 10 Gründe, ihn einzuweisen. Ich bin überzeugt davon. Er will zu Hause bleiben. Wissen Sie, dass ein Arzt seine Patienten im Durchschnitt alle 22 Sekunden unterbricht? Das Geheimnis ist, die Patienten sprechen zu lassen. Sie gehen da alleine hin. Ich will lieber den Doktor. Zu wem hast du sie geschickt? Zu meiner Mutter. Oh, verflucht. Haben Sie ihn angewiesen? Ja, ich habe versucht, sie zu erreichen. Es ging ihm schlecht. Sie brauchen nicht wiederzukommen. Los, verschwinden Sie. Was? Macht der Kleine dir das Leben auch richtig schwer, hm? Ja, aber ich bin stark. Gut, das ist gut. Niemals aufgeben, hm?